Hallo zusammen, Thomas hier. Heute geht es um. Das hier, beziehungsweise nicht genau das hier, sondern was da drin ist. Bevor es jetzt weitergeht, vorher noch der Hinweis: dieses Video wird gesponsert von MeetDeinObjektiv.de. Bei MeetDeinObjektiv.de könnt ihr professionelle Kameras, Objektive und das entsprechende Zubehör ganz einfach online mieten. Alle Infos zu mietenobjektiv.de findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und mit meinem Rabattcode blende ich jetzt, euch jetzt hier ein. Mit meinem Rabattcode spart ihr bei eurem nächsten Kauf, bei eurer nächsten Miete bei mieternobjektiv.de auch nochmal 10%. Und jetzt DJI Mini 2. So, lass uns über die Mini 2 sprechen. Vorher aber noch über die Mavic Mini. Denn die Mavic Mini war die für mich bisher beste Drohne, die ich je hatte. Nicht aus technischer Hinsicht oder in technischer Hinsicht. Denn da gibt es sicherlich bessere Drohnen, die in höherer Qualität und in besserer Bildqualität sowohl Foto als auch Video aufzeichnen können. Nee, deswegen nicht. Aber die Mavic Mini war für mich die erste Drohne, die ich tatsächlich immer dabei haben konnte und auch tatsächlich immer dabei hatte. Ich habe noch nie eine Drohne so leicht mal eben zum Filmen eingesetzt. Ich habe noch nie eine Drohne mal immer einfach mit dabei gehabt. Die ist nicht größer als ein normales handelsübliches Objektiv. Na klar, je nachdem welche Größe. Aber die Objektive, die ich habe, Zoom-Objektive, um 50 mm mit 1,8 oder ähm, 35 mm. Da ist die Mavic Mini nimmt nicht mehr Platz weg oder auch die Mini 2 nehmen nicht mehr Platz weg im Fotorucksack in der Fototasche. Steckst du einfach so hochkant rein, fertig ist die Laube und das Ding hast du einfach immer mit. Ruckzuck aufgebaut, ruckzuck geflogen, ruckzuck wieder eingepackt. Also ich habe noch nie so viel, so leicht, so entspannt mit einer Drohne Videos gefilmt. Und ähm, die Mini 2 macht jetzt einfach noch eine ganze Reihe Sachen besser als die Mavic Mini. Und ich gehe mal davon aus, alle diejenigen von euch, die jetzt das Video sehen, ihr habt euch bestimmt schon ein bisschen informiert und kennt wahrscheinlich auch die ganzen technischen Daten. Deswegen muss ich euch die jetzt nicht alle en Detail auseinanderfummeln. Klar, 4K-Video mit 100 Megabit pro Sekunde macht natürlich dieses Video, das Film nochmal flexibler und auch qualitativ besser. Eine sehr schöne Ergänzung, den, den Zoom einzuschalten. Wir können also mittendrin, während wir filmen, einen Zwei-Faktor-Zoom einschalten. Das ist natürlich ein digitaler Zoom, <laughs> mit dem würde ich jetzt nicht dauer filmen. Aber um mal eben schnell eine Vergrößerung einzubauen, die man vielleicht in 1 oder 1, 2 Sekunden im Video sieht, ist das überhaupt kein Ding. Sehr, sehr praktisch. Und man hat dann eben kommt eben auch mal weg von der Brennweite des Objektivs, das ja bezogen auf Vollformat nach meinem Kennstand 24 mm hat. Und dann kommen wir auf knapp 50 mm. Also eine sehr schicke, schöne, ergänzende Nebenbeifunktion. Für Foto kriegen wir jetzt das RAW-Format. Wir kriegen eine einfache HDR-Funktion. Wir kriegen eine Panorama-Funktion. Alles Erweiterungen. Die, die Mini 2 gegenüber der Mavic Mini noch mal technisch um einiges besser machen. Und natürlich, was die Positionierung angeht, neben äh, GPS, neben GLONASS gibt es jetzt auch das Galileo-Navigationssystem als drittes unterstützendes System. Also äh, verfliegen sollte sich die Drohne nicht, außer wir machen irgendwas falsch. Das sollte klappen. Aber für mich sind so die drei Top-Dinge die für mich, die, die mich bewogen haben, mir jetzt unmittelbar, nachdem sie auf den Markt gekommen ist, mir die Mini-Zweige zu kaufen, sind die folgenden. Und das erste ist OcuSync. Ich nehme mal an, das heißt OcuSync, ist wahrscheinlich aus dem Englischen, also OcuSync. Und damit haben wir einmal, und das ist eigentlich das Entscheidende, gegenüber der bisherigen Möglichkeit mit der Mavic Mini eine WiFi-Verbindung aufzubauen, haben wir eine deutlich stabilere Funkverbindung. Und damit meine ich jetzt nicht... Dass auch bei uns im europäischen, im deutschen Raum jetzt, ähm, die Möglichkeit besteht, bis zu einer Entfernung von 6 Kilometer damit zu fliegen, dürfen wir eh nicht. Wir dürfen im, im gesamten europäischen Raum nach meinem Kenntnisstand in Deutschland und in den ganzen anderen Ländern ohnehin eine Drohne nur auf Sicht fliegen. Und je kleiner die Drohne wird, umso schneller sieht man sie nicht mehr. Das heißt, in meinem Fall und meiner Erfahrung, na, ich sage mal, zwischen 300 und 400 Metern ist dann aber auch wirklich Feierabend, dann sieht man die nicht mehr. Selbst in offenem Gelände, dann wird es schwierig. Also, von daher ist das natürlich im Wesentlichen theoretische Natur und ich würde jedem empfehlen, das nicht auszureizen. Das könnte irgendwie zu Problemen führen. Also, das Entscheidende: die Funkverbindung ist wirklich sehr stabil und ich habe tatsächlich in Schweden, als ich mit dem Mavic Mini unterwegs war, Schwierigkeiten schon nach etwa plus minus 400 Metern gehabt. Und ich habe die wirklich im offenen Gelände fliegen können. Da war nichts. Da war nur Landschaft, da waren Berge, da waren Flüsse, da waren Wiesen und da waren Moore. Und trotzdem kam es dann schon zu Funkausfällen ich hatte zwei, drei Mal die Situation, da habe ich dann wirklich minutenlang warten müssen, bis die Drohne mit der Fernsteuerung wieder eine Funkverbindung aufbauen konnte und ich sie, sie dann wieder näher ranfliegen konnte, um sie dann eben nicht zu verlieren oder den, den Home-Modus, den, Auto, den automatischen Home-Modus aktivieren zu lassen. Und dann weißt du auch nie genau, wo das Ding landet. Also deswegen, die Funkverbindung ist eine relativ diffizile Sache gewesen bei der Mavic Mini. Oder oh, ist es ja noch, man kann sie noch kaufen. Das hat man also bei der Mini besser gemacht und die Funkverbindung, ich habe es ja gestern ich ja ausprobiert, ist deutlich stabiler. Und das ist sehr, sehr wichtig, ist ein Sicherheitsfaktor und macht natürlich das dann auch das Arbeiten mit der Drohne wesentlich entspannter. Der zweite Aspekt ist die Fernbedienung an sich. Und bei der Mavic Mini war es so, da war die Fernbedienung etwa halb so groß. Hat durchaus einen Vorteil. Packmaß ist kleiner, die Fernbedienung war leichter, lässt sich noch einfacher verstauen. Aber natürlich jetzt die große, vergleichsweise große Fernbedienung der Mavic Mini oder der Mini 2 ist die, Fern die Fernbedienung der Mavic Air 2 oder ich glaube, der Eddie Air hat es auch schon. Die liegt natürlich deutlich besser in der Hand und wir haben das Telefon nicht mehr unten. Und das war teilweise auch eine ziemlich fummelige Angelegenheit, das da unten reinzukriegen. Gerade so ein Telefon wie der Samsung Galaxy S20 Plus. Zumal dann auch noch mit einer Hülle, das hat dann in diese Schlitze da nicht so richtig reingepasst. Das war eine ziemliche Fummelei und dann war es dann irgendwie auch da unten hast du es gerade hinbekommen, dann ist das Kabel auch ein paar Mal rausgerutscht, weil das alles nicht so perfekt gepasst hat. Und das ist natürlich jetzt hier wesentlich eleganter, da haben wir jetzt dieses schöne längliche Element, das brauchen wir einfach nur rausziehen, da können wir dann die, das Telefon reinstecken, wenn man das dann eben auch hinkriegt, Na, wenn man das jetzt, wenn man das Kabel nicht dazwischen hat, das mir jetzt gerade hier rausgerutscht ist, also versuchen wir es nochmal. So, na? So, jetzt sitzt er. So, und dann haben wir natürlich die Fernbedienung unten und das Telefon und damit dann auch die sichtbaren Elemente. Denn wenn wir fliegen wollen, oben. Und das ist natürlich wesentlich angenehmer, wesentlich einfacher in der Handhabung und man sieht es auch wesentlich besser. Und was ich immer sehr mag, wenn so ein Hersteller auf so Kleinigkeiten achtet, die es aber letztendlich, wie ich finde, ausmachen. Ihr seht das schon, ist mir gerade rausgegangen hier. Hier unten ist der Anschluss, der USB-C-Anschluss für das Kabel und das Kabel ist da auch drin. Und wenn wir das Ganze nicht brauchen, können wir, gibt es da noch eine Blindbuchse, da stecken wir das eben einfach rein. Ich hatte es, glaube ich, eben nicht richtig reingesteckt. So, dann können wir das Kabel da versenken, machen das zu und das Kabel ist erstens immer dabei, man muss es nicht irgendwo rausfummeln, das ist im, Rucksack, im Fotorucksack suchen, im schlimmsten Fall hat man es verloren. Gerade bei diesen kleinen Kabeln passiert das sehr schnell. Das heißt, du hast das Kabel immer dabei, es ist immer geschützt, kann nicht rausfallen. Und wenn wir das ganze Ding aufmachen, Ziehen wir dann einfach, das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser machen können, da kommt man ein bisschen schlecht dran, braucht ein bisschen längere Fingernägel. Da tue ich mich jetzt noch schwer, ihr seht das. Na. Oh. Vielleicht sollte man es vielleicht gar nicht so fest reinstecken. Und dann haben wir hier das Kabel und das Kabel hat genau die Länge, dass auch zu etwas längeren Smartphones passt. Dann haben wir das Kabel da dran, stört nicht und wir haben es nicht in der Hand. Ich hatte mal das Problem, man hatte das Kabel hier unten und da ist man irgendwie dagegen gekommen. Also die Fernbedienung ist von der Handhabung. Ähm, deutlich besser als die ähm, kleinere Fernbedienung der Mavic Mini. Allerdings ist sie damit auch größer und sie ist schwerer. Dadurch verändert sich das Packmaß und natürlich auch das Gewicht der gesamten Kombination, der gesamten Kombo, wenn man die mitnimmt. Aber ich denke, dadurch trotz allem ist die Mavic, nein, ich, das muss ich mir nur abgewöhnen, in dem Fall die Mini 2 ähm, immer noch die kleinste, kompakteste, leichteste Drohne, die wir uns kaufen können und technisch besser ausgestattet als die bisher. Also, Ocusync Fernbedienung sind für mich zwei der wesentlichen Aspekte, die für mich für die Mini 2 gesprochen haben und ähm, ich habe es jetzt beim Fliegen auch ausprobiert, auch wirklich das Handling wesentlich angenehmer machen. Und der dritte Punkt, der gar nicht mal was mit Fliegen zu tun hat, ist zumindest bei der Flymore Combo gehört da ja dazu, bekommt man ihn dazu, ist dieser neue Propellerschutz. Ich hatte mir für die Mavic Mini hatte ich mir auch ähm, einen Propellerschützer gekauft. Dass man so einfache Silikonelemente oder sind so einfache Silikonelemente, habe ich dann einfach oben drauf gepackt. Das passte wunderbar. War nicht so bombenfest, aber es ging ganz gut. Hat also gereicht, um es in den Rucksack reinzustecken, wenn man es rausgezogen hat, dass man mit dem Propeller nicht irgendwo hinbleibt, bleibt, die vielleicht noch abbricht oder verbiegt. Das hat sehr gut funktioniert. Aber jetzt mit der Mavic Mini, mit der Mini 2, gibt es diesen wirklich super schönen, perfekt passenden Propellerschutz. Der liegt hier drauf, den kann man hier einfach abmachen. Und dann hat man die Propeller frei und das Ganze kann man da auch wieder drauf machen. Dann sind die unteren Propeller wunderbar geschützt. Und die oberen kann man auch gleich so einklappen, dass sie da drunter zu liegen kommen. Ansonsten kann man sie drunter schieben. Dann klemmt man das hier nur dran. Und ohne Brille finde ich, finde ich dann jetzt diesen Pinöppel dann nicht. Jetzt habe ich ihn. Und dann ist das Ganze wirklich super stabil. Also, das sind so Sachen, die machen es für mich dann letztendlich wirklich aus. 4K hin oder her, für mich hätten 2,7K auch gereicht, aber es geht ja nicht nur um mich. Aber das. Ist für mich einer der drei Aspekte, die für mich unter anderem für die Mini 2 gesprochen haben und für mich das ganze Handling deutlich einfacher und angenehmer machen. Und das ist natürlich auch das Entscheidende, wenn man mit so einem Gerät arbeitet. Dass die ganze Handhabung muss einem leicht von der Hand gehen. Wenn ich da noch Fummelei habe und hier noch auf was achten muss, dass mir da nicht was abbricht oder dass ich da hängen bleibe, dann ist das schon alles nichts. Also, deswegen, das sind für mich für die drei Top-Elemente, die drei Top-Dinge, die dann auch letztendlich für mich für den unmittelbaren Kauf, nachdem sie rausgekommen ist, für die Mini 2 gesprochen haben. Stellt sich natürlich jetzt die Frage für jeden von euch, lohnt sich der Kauf der Mini 2 gegenüber der Mavic Mini oder möglicherweise auch das Upgrade? Ich habe jetzt auch in Kommentaren schon gelesen, dass die manche ärgern, die haben sich auch gerade die Drohne erst gekauft, die Mavic Mini, und jetzt blöd kommt die Mini 2 raus und ärgern sich da schon wie Bolle. Ist die Frage, <laughs> braucht man 4K, braucht man für Fotografie Raw, je nachdem, was ihr mit der Drohne macht, was ihr damit machen wollt, müsst ihr nicht upgraden, müsst ihr euch keine neue Drohne kaufen. Wenn ihr mit der Mavic Mini wunderbar hinkommt, bleibt dabei. Ist eine wunderbare Drohne. Ich habe damit wunderbare Filmsequenzen in Lappland filmen können und auch in der Bretagne. Im Anschluss hatte ich sie auch noch dabei. Also überhaupt kein Ding. Wenn ihr natürlich auch in 4K filmen wollt, mit einer höheren Bandbreite, wenn ihr in RAW fotografieren wollt, wenn ihr vor allen Dingen dann doch mal. Bisschen weiter wegfliegt und eine stabile Funkverbindung haben wollt, und so weiter und so fort, dann ist wahlweise ein Upgrade auf die Mini 2 sicherlich sehr sinnvoll. Oder falls ihr euch grundsätzlich mit dem Gedanken tragt, die eine oder die andere zu kaufen, dann würde ich mir auf jeden Fall an eurer Stelle mal genauer angucken, den Vergleich der beiden Drohnen und was für euch dann wirklich relevant ist. Ob dann der Aufpreis von plus minus 80 Euro es euch wert ist. Mir war es das wert: 80 Euro für 4K und die anderen anderen Punkte. Finde ich durchaus eine akzeptable Größenordnung. Letzter Tipp oder Hinweis: Wenn ihr euch wahlweise für die Mini, für die Mavic Mini, für die Mini 2, für die Mavic Mini entscheidet, meine Empfehlung: Besorgt euch die Variante mit der Fly More Combo. Dann bekommt ihr nämlich einige Dinge mehr. Ersatzteile, Ausstattungsmerkmale, die bekommt ihr nicht, wenn ihr die einzeln kauft. Und vor allen Dingen, wenn ihr dann doch alles einzeln kauft, wird es um einiges teurer. Alleine schon die Möglichkeit, die Akkus so praktisch zu verwahren in dieser Aufbewahrungsbox, die zugleich eine Ladebox ist. steckt da die Akkus einfach rein, USB-C anschließen an den Strom und dann werden die wunderbar geladen. Leider nicht parallel, sondern nur seriell, aber immerhin. Ihr stellt das Ding hin, schließt den Strom an, braucht euch nicht drum kümmern. Nach ungefähr 5-6 Stunden ganz grob sind, wenn ihr alle leer geflogen habt, sind die Akkus voll. Zudem könnt ihr einen weiteren Akku auch in der Mavic Mini direkt laden. Das geht inzwischen auch. Ihr bekommt aktuell auch diesen wunderbaren, für mich Kaufargument, diesen ähm, Propellerschutz dazu. Ich weiß nicht, ob man den Show überhaupt schon einzeln kaufen kann, wenn überhaupt. Den bekommt ihr mit der Flymore-Kombo. Und ihr bekommt eine Tasche und noch ein diverses Zubehör, Ersatzrotoren, Schraubendreher und so weiter. Wie gesagt, ist ansonsten letztendlich teurer. Und mit der Drohne fliegt man sicherlich nicht nur mal eine halbe Stunde, ähm, sondern dann fliegt man sicherlich mehr. Da braucht ihr sowieso mehr als einen Akku. Und wie gesagt, hiermit habt ihr dann gleich drei. Habt da ganz grob anderthalb Stunden Flugzeit. Und ich muss sagen, nach meinen bisherigen Erfahrungen in Lapland, in der Bretagne, hat mir das vollkommen gereicht. Einen vierten, fünften Akku bräuchte ich nicht. Also ich habe mit der Combo alles das, was ich zum Fliegen, zum Fotografieren, zum Filmen mit der Mavic Mini brauchte. Und jetzt auch mit der Mini 2 brauche. Letzter Hinweis noch, ich hatte in einem vorherigen Video gesagt, es gäbe jetzt mit der Mini 2 auch den Follow-Me-Modus. Stimmt nicht. Eine meiner Quellen war da nicht äh, genau genug, die im Vorfeld schon die technischen Spezifikationen veröffentlichten hatten. Also es gibt mit der Mini 2 unverändert keinen Follow-Me-Modus. Es gibt zwar so ein Orbital, ihr könnt also die Drohne um euch rumfliegen lassen, aber einen Follow-Me-Modus gibt es noch nicht. Ich gehe davon aus, dass es ähm, auch vielleicht in den nächsten Monaten ein weiteres Upgrade gibt. Vielleicht kriegen wir ein 2,7 oder 4K sogar mit 60 Bildern pro Sekunde. Und vielleicht gibt es ja dann auch noch weitere ähm, Dronies, also solche speziellen Drohnenfunktionen. Warten wir mal ab. Mir auf jeden Fall reicht das, was ich mit der Mini 2 Stand heute habe, vollkommen aus. Vor allen Dingen, die lässt sich super präzise steuern. Und ein letzter Punkt noch: sie ist tatsächlich um einiges leiser. Wenngleich mir das ehrlich gesagt ziemlich egal ist. Die Mavic Mini fand ich jetzt auch nicht dröhnend laut aber tatsächlich man hat das ganze noch mal dahingehend verbessert dass die Mini 2 noch ein ganzes Stück leiser ist sowohl beim starten als auch beim fliegen